Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Feuergrün. Wir sind hier in der größten Stadt, die es gibt. Zumindest sagt der Typ das. Nein, ich wollte Rennen drücken. Ein Hyperheiler, das ist aber sehr nett. Wir hatten bisher noch mit Statusveränderungen nicht große Probleme gehabt. Oder keine großen Probleme. Und wir schauen jetzt mal ganz kurz auf die Mappe. Ach, da sind wir. Und da unten waren wir, oder was? Nee, ich sehe was. Also wir sind doch hier, Knoblauchheim. Dann sind wir hier. Und dann da oben. Und jetzt sind wir wieder hier unten. Das haben wir nicht mitgenommen. Ah ja. Wir wurden von der Polizei geschnappt. Stimmt ja. Dann sind wir hier lang. Jetzt können wir nach Süden. Oder hier zurück. Dann gehe ich mal nach Süden. Ach hier, Indigo-Plateau. Gibt's hier noch ein paar Pokémon? Irgendwas Cooles bitte. Ein Taubsi. Ein Taubsi ist nicht cool. Ja, da reicht der Donnerschock locker aus. Gibt's da vielleicht irgendwas Cooleres? Ich will kein Taubsi. Und ich will auch kein Ratzfratz. Ich hasse Ratzfratz. Ratzfratz gibt es überall und die gehen mir auf den Sack. Tackelst du mich einfach? Natürlich. Na, schnell eine Prioritätsattacke da geworfen, ist ja klar. Ta-da-da-da. Ist ja was anderes außer Taubsi, ist vielleicht ein Pflanzen. Du bist kein Pflanzen-Pokémon. Dann eben nicht. Ich probiere hier links nochmal unser Glück. Wieso? Oh, ich kann dich auch nicht leiden, das weißt du vielleicht nicht, aber. Ne? Wieso? Ich drücke jetzt so schnell, dass ich gerade schon die Pokémon schreie oder rufe. Unterbreche. Ach, weißt du was? Stirb einfach. Und Initiative gesenkt. Jetzt ist es im Tod noch langsamer. Gibt's hier vielleicht? Level 3 Taubsi. Okay, wo sind wir hier gelandet? Yay, ein Blumenbeet. Aber das letzte Mal, als ich hier Beeren angebaut habe, wurden sie von irgendwem gestohlen. Ah, schön. Ich hatte ja Rubin nur mal ganz kurz angezockt gehabt. Und da habe ich dann gemerkt, dass es sowas gibt wie Beeren, die man anbauen kann. In die Generation, die ich so gespielt habe, sprich die erste und zweite Gen, da gab es sowas noch nicht. Deckel los, haus um. Scheiß Taubsi. So. Sehr schön, noch ein Superball. Und ein Believer. Und ein Stein. Gibt's hier vielleicht noch irgendein Pokémon? Ich will doch nur irgendwas Cooles haben. Außer Ratzfatz, Taubsi. Und was war das andere? Ach ja, hier, unser Schneider. Hier sind wir wieder, natürlich. Also gehen wir erstmal nach oben, dann nach links. Ah ne, das ist Route 2. Ah ja. Sollte ich vielleicht mal die Routen nacheinander ablaufen? Wahrscheinlich ist da die Levelkurve besser für uns geeignet. Ist ja kein großer Umweg. Ja. Level 3 Visor, großartig. Komm schon. Ratzfratz. So, also nach unten wollen wir. Lass mich raten. Tentacha? Tentacha? Ich treffe hier auf keinen Tentacha. Es gibt hier wirklich. Ich habe dich schon vermisst. Donnerschlag, los geht's. Ich wollte mich schon wundern. Ja, hallo. Hilfe, ich kann mich nicht lange über Wasser halten. Dann würde ich mal sagen, schick mal deine Pokémon her. Schwimmerin. Was ist das da an ihrem Fuß? Weiß ich nicht. Na dann. Stirb. Sehr effektiv. Auch gut, dass wir dieses Pikachu gefangen haben. Stell dir mal vor, wir hätten das nicht getan. Ja, du hast nicht etwa 6 Wasser-Pokémon, die du alle benutzen könntest, um dich über Wasser zu halten.
Naja. Dann töten wir alle deine Pokémon, dann ertrinkst du eben. Ist ja nicht unser Problem. Yeah, Level 16. Jetzt müssten wir doch auf dem Level von unserem Shilock sein, oder? Komm schon, du schaffst es. Yeah. Diese Schneepika ist echt ultra genial. Nein. Level 15. Kein Stress für unsere... Ja. Komm noch. Das... Ja. Das war geplant. Ich wollte nicht etwa den Tackle benutzen. Und hab nicht richtig die Rechtstaste gedrückt. Blub. 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 Tja, anstatt ihr zu helfen, haben wir einfach ihre Pokémon umgebracht. Und hier sind endlich die Tentaras, die ich schon vermisst habe. Ach, wie habe ich euch vermisst. Die ganzen Quallen verseuchten Gewässer hier überall. Hier lang? Ein Schwimmer, na? Was geht ab? Ich bin nicht so wie die anderen Stereotypen. Ein Schwimmer ohne Wasser-Pokémon, das hat Stil. Was hast du denn dann? Ein Taubsi, ja, finde ich cool. Gefällt mir. Richtig, Stereotypen und so kommen wir nicht mehr der Eissturm. Ja, wegen Flug und so, wisst schon. Hab ich nicht gelesen. Vielleicht sind große Felsen auf dem Meer doch keine so gute Wahl. Schwimmer schickt Wieser in den Kampf. Oh, komm, wir nehmen mal uns Schiller raus. Ach, schön. Damit habe ich echt nicht gerechnet. Ach ja, die Stärke. Ach, natürlich. Der Surfer ist natürlich... Ja. Ja, ihr wisst ja. Surfer. Da ging wohl irgendwas schief. Ach, das Geowasser hat mir echt gut gefallen. Ich finde auch cool, dass die das nicht so übertreiben mit ihren Witzen, sondern überall mal so gespickt haben, die Sache. Gefällt mir sehr gut. Ein weiterer Schwimmer, wie nett. Flucht. Na? Ich habe die perfekte Strategie für das nächste Wettschwimmen. Wenn du deinen Gegner hinter dir lassen willst, schwimme rückwärts. Ja. Ja, das sind meine Rückhinschwimmen, mein Freund. Nie was davon gehört? Hey, warum hast du auch so ein Alpha-Shiggy? Warum hattest du auch mal so ein Alpha-Shiggy? Nicht fair. Meryl, ja, das muss alles Pikachu machen. Ich meine, ist ja ansonsten Blödsinn. Ja, Level 18. Donnerschrock. Und nochmal einen Tackle. Zack. Sehr schön. Die Strategie ist doch geil, oder? Ja, naja, naja. Habe ich schon bessere gehört. Ach komm, ich benutze mal hier. Da habe ich die Nase voll. Super Schutz. Reicht auch, oder? Mit den Tachas. Ich habe auch nicht gedacht, dass die Route so lang ist. Ich meine, die war auf der Karte schon ein bisschen, aber... Ja, der Schutz hat sich zum Glück gelohnt. Gut, dass ich nochmal Schutz genommen habe. Ansonsten wären wir hier nie heil durchgekommen. Seeblatt City. Gibt's hier noch irgendwas? Ein Felsen zum Beispiel, sehr hübsch. Und ein paar Blumen. Hallo. Es ist echt mühsam, wenn um so viel... Es ist echt mühsam, sich um so viele Bäume zu kümmern. Ich wünschte nur, es wären Obstbäume, damit ich etwas von der ganzen Pflege habe. Ja, das ist eben dieser Witz von diesem Spiel, dass halt viele Sachen so sind wie halt im möglichen Pokémon. Und wer lebt hier? Wer? Keine Ahnung. Hat zwar einen Briefkasten, steht aber nichts drauf. Na, Fatty Mac, fett, fett. Ich liebe Menschen, nur Leute kann ich nicht ausstehen. Hallo, Opa. Wo früher meine Leber war, ist heute eine Minibar. Ja, den Spruch kenne ich schon, mein Freund. Oh, Schutz wirklich mehr. Oh nein, mein Gott.
So, ich versuche das mal hier alles abzuklappen. Hey, Luigi! Ja? Endlich habe ich meinen Camper erwischt. Ah, nein, ich will nicht gegen die kämpfen. Ich kann das nämlich nicht ohne zu campen. Ah, es war falsche Stimme. Ich mach mal. Ha! Endlich habe ich meinen Camper erwischt. Ah, nein! Ich werde nicht gegen dich kämpfen. Ich kann nämlich nicht ohne zu campen. Ja, die Camper schon wieder. Ein Pokéball. Und da komme ich nicht hin. Ich will das hohe Gras. Mart. Willkommen. Mehr gibt's echt nicht. Komm, dann nehme ich halt nochmal 2, 3 Superschutz mit. Wenn es hier immer noch keine Pokébälle gibt. Aber so viele Pokéball braucht man ja auch nicht, so wie es aussieht. Hallo. Hey, dich habe ich noch nie in Seeblatt City gesehen. Bist du neu hier? Ich bin bloß auf der Ausreise. Hast du nicht zufällig Team Shock gesehen? Doch. Ich habe hier nämlich ein tolles Kostüm. Siehst du? Ist doch cool, oder? Nicht wirklich. Ich bin nicht gut auf Team Shocket zu sprechen. Kein Team Shocket? Also für dich kann ich alles sein. Ich glaube, ich sollte besser gehen. Ja, ich meine, hat's versucht, ne? Unser Forschungslabor ist sehr bekannt. Muss es dir mal ansehen. Wenn du das sagst. Mal sehen. Da nochmal ziehen und hier ein Spritzer Öl. Hab gar nicht gemerkt, dass du reingekommen bist. Ich bin Professor Palm. Sag mal, kennst du schon die Höhle ganz im Westen dieser Stadt? Man konnte viele Einschlagskrater von Meteoriten finden. Was sehr merkwürdig ist. Ich meine, wie können Meteoriten in eine Höhle einschlagen? Stimmt, die Meteoritenkrater überall in den Höhlen. Nice. Da drüber sind schließlich 10 Meter massiver Fels. Ja, ja, gut aufgepasst. Das hier ist eine Zeitkapsel, die ich gebaut habe. Ich will damit in die Vergangenheit reisen, um zu sehen, wie das mit der Höhle passiert ist. Ich brauche allerdings noch einen speziellen Meteoriten aus der Höhle. Würdest du so nett sein und ihn für mich in die Meteorhalle suchen? Nö, nö, nö. Ich brauche mal einen Schluck Tee, sorry. Ja, das war ein großer Schluck. So. Guten Tag. Gestern stand ich echt am Abgrund, aber heute bin ich schon einen großen Schritt weiter. Sarazar, bitte nicht. Kann ich hier, bevor ich Orden sammle, sollte ich erstmal eben die Pokémon zurückholen. Ah ja. Kommen wir bestimmt niemals rein. Okay, also wir sollen einen Meteoriten holen aus den Meteorhallen. Hier ist aber eigentlich ganz hübsch. Oh, da. Ich wusste nicht, dass man hier nur runter kann, nicht wieder hoch, aber okay. Das war nicht das, was ich tun wollte. Und dann hier und dann da und dann dort und es gibt keine Pokémon. Und dann komme ich hier an und dann. Nein! Nein! Nein, 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 nein! Warum habe ich nur nach unten gedrückt? Oh mein Gott! Na gut, es geht ja schnell. Ich habe das noch nicht gecheckt mit diesen komischen Becken hier. Das sieht für mich aus wie... Keine Ahnung. Da und da und da. Ich mag auch die Musik. Da. Jetzt habe ich es geschafft. Sehr schön. Ich gehe erstmal in die andere Richtung. Dann nach links. Oh, guck mal. Ich finde einen Meteoriten. Wer hat diesen Stein in einen Pokéball gepresst? Reife Leistung. Ja, alle Items sehen aus wie Pokébälle. Stimmt. Hat sich noch niemand drüber aufgeregt. So, dann eben nach unten. Hier gibt es aber schon noch irgendwas, oder? Jawohl. Ein Sonderbohnenboden. Die hebt man natürlich immer schön auf und benutzt sie niemals. So lange, bis dann irgendwann eher egal ist. Lalalala. Schön labyrinthisch hier. Alte Villa. Ja, hier bin ich also. Okay. Gibt es hier vielleicht... Ich gucke erstmal in die... Ein wildes Zwirrlicht erscheint. Ist das nicht auch dritte Gen oder so? Eissturm. Bist du nicht ein Geist-Pokémon?
Bin mir nicht sicher. Nachtnebel, also es sieht wohl so aus. Dann hätte ich dich sehr gerne in meinem Team. Pokéball, Flieg und Sieg! Ja. Autsch. Nicht Kampf, Item. Superball, Flieg und Sieg! Zwölf wurde auf die Box transferiert. Ich habe nicht etwa einen Schluck Tee getrunken. Das wäre jetzt in der Unterstellung. Aber Geist-Pokémon mitten am Tag in einem Feld. Und ein Schuppet. Was ist ein Schuppet, Leute? Ich habe keine Ahnung. Abschlag. Okay. Ich kenne auch keine Abschlagattacke. Ist alles in Ordnung. Ich meine, wie gesagt. Ich bin noch so oldschool, weißt du? Verfluchte Villa, Kunde. Okay. Na? Zum Glück muss ich überhaupt nicht hinterher rennen. Ja. Ein weiteres Schuppet. Na gut, das kann ich mal ignorieren. Ach, ich muss eigentlich auch wechseln. Und das Schildock vorsetzen, damit ich hier das noch ein bisschen trainieren kann im Fall der Fälle. Komm, ich hau dir mal ins Dorf mit rein. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Typ ist. Wahrscheinlich Geist und noch irgendwas. Oder nur Geist, keine Ahnung. Ach, ich habe auch Bissen, ne? 31. Macht wahrscheinlich gar nicht so viel. Macht bestimmt weniger Schaden als das Dorf, oder? Das überprüfe ich gleich nochmal. Hat auch dasselbe Level. Bissen mit 31. Ja, das Dorf mit 42. Das ist. Ne? Bissen ist einfach schwächer. Und das Dorf kriegt ja noch den Step. Zwirrlicht. Mit Level 18 gar nicht mal so übel. Aua. Aber wir halten zum Glück nochmal aus. Oh. Na gut, wenn es hin ist, ist es auch gut. Schön. Können wir unser Schildock ein wenig trainieren. Das nutze ich auch aus. Ich hoffe, das nervt euch nicht. Aber es geht, glaube ich, auch gar nicht so richtig ohne. Ich meine, das ist schon ein bisschen knackig sonst. Na? Komm her. Oh mein Gott, Final Battle! Ach, so schön! So kommen die Original-Sounds. Wiu, 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 wak, wak. Waka, waka. Nein! Ich bin so schlecht. Aber ich habe damals noch Original PC-Main gespielt. Wack, wack. Ah ja. Ist schön, ist cool. Gefällt mir. Ach, das waren noch Zeiten. Weiß ich mal hier ein bisschen durch. Ja, mach nur. Senkt Kreideschrei, nicht meist die Verteidigung stark. Ich will ja nicht klugscheißen, zumal ich von Pokémon nicht viel Ahnung habe, aber. Also dieses Minigame, das ist echt der Wahnsinn. Waka 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 waka. Kommt her, ihr Geister. Da kommst du doch. Das war aber nichts. Cooli cool. Waka 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 waka. Walk walk. Ich komme hier nicht klar, wie ihr vielleicht seht. Da müsste ich eigentlich Pac-Man voll drauf haben, ne? Alt genug bin ich ja dafür. So. Ich alter Sack. Das lief doch schon besser. Hey. So, dann hab ich's doch hier fast geschafft. Ich hoffe, das schaffe ich noch, weil es ist unser letztes Leben. Yeah! Huch, was ist das denn? Hier liegen 1000 Poké-Dollar.
Muss es so etwas wie Preisgeld sein? Oh, ist es jetzt hier hell geworden drin? Oh, ich hab's so drauf mit Pokémon. Oh, kann ich... Ah ja, okay, das ist, hier kann man wahrscheinlich ein bisschen Geld abstauben. Das gleich mal. Ich kill mich mal fix, ja? Wack, wack. Wiu, 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 wack, wack. Wiu, 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 wack, wack. Echt cool. Na gut. Geil. Das war's so erstmal mit Pokémon Feuergrün für diese Runde. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.